Zuletzt bei Marvel's Avengers. Vor 5 Jahren stellten die Avengers. So, und hier haben wir es jetzt nochmal. Erprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam. Vorhin ja schon, oder im letzten Part vermutlich, schon erwähnte Terrigen-Schockwelle, die ich hier noch nicht richtig erwähnen wollte. Jetzt erkenne ich sie auch mal, das ist hier direkt am Anfang. Diese Monika. Über diese Terrigen-Schockwelle, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wie man es. Oder wie es immer in Agents of S.H.I.E.L.D. genannt wurde. Ich glaube, einfach dieser Terrigen-Nebel. Ja, ich glaube, es wird immer der Nebel genannt. Ja. Auch die Inhumans an sich haben es mal so genannt. Und hier haben wir es ja auch. Ich glaube, soll das Terrigen-Nebel wirklich sein? Ich glaube, ne? Würde Sinn machen, dass sich dadurch halt einfach alle zu Inhumans oder alle, die halt zu fähig sind, zu Inhumans verwandeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Weil eigentlich müsste jeder, der nicht diese Tree-DNA in sich trägt, müsste eigentlich jeder daran sterben, der es sonst abbekommt. Oder wird zum Inhuman, glaube ich, oder? Irgendwie so war es. By the way, wo wir hier gerade AIM sehen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr selbst auch so ein bisschen mit dem MCU und den neueren Serien und so. Und auch mit den Comics ein bisschen vertraut seid und da gerne so ein bisschen spekuliert, was passieren könnte. Ich habe so das Gefühl, es wird jetzt ein bisschen darauf vorbereitet, dass AIM richtig ins MCU kommt. Es würde an sich auch Sinn ergeben. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon. Das ist auch gut so. Okay, so sieht Captain Marvel also auch hier im. Okay, heißt natürlich noch nichts, wie Captain Marvel dann. Okay. Hey, lol. Captain Marvel sieht halt 1:1 aus, aber wie im MCU. Aber die anderen einfach gar nicht. Okay. Wenn ihr es rausfindet, kopiert alles. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow, Retro Stark. Können wir kurz reden, Beta? Lol, war das gerade da im Hintergrund? Ist doch die alte Version von. Das war heute? Captain Marvel, oder? Ich verwechsel es immer. Es gibt halt da, es ist mystisch, wie viele es da verschiedene gibt. Und da war wieder so ein Bild, wie ich schon im letzten Part erwähnt hatte. Da, von Tony. Ich blende einfach mal die Originalversion aus dem MCU ein. Und da frage ich mich wirklich, warum habt ihr nicht die originalen Schauspieler, wenn ihr eh alles nachmacht? Wieso habt ihr nicht die originalen Schauspieler irgendwie mal rangeholt? Klar, wäre teuer gewesen. Oh, und das Beste aber ist, ich glaube, dann hätten also viel Spaß. Nicht so viele schon jetzt das Spiel kritisiert, ohne es richtig gespielt zu haben. Denn es ist halt echt gespalten hier. Entweder lieben es die Leute oder hassen es. Ist ja nicht schade. Ich hingegen muss direkt schon sagen, es gefällt mir. Ich habe Bock auf dieses LP. Und okay. Das Hintergrundbild, lol. Ich habe Bock auf das LP und grundsätzlich auch einfach alles. Ne? AIM? Powered by Stark Industries? Lol. Was? Oh. Wird vermutlich so getan, als wäre. Was? Oh. Komm schon, Kamala, du schaffst das. Oh, klar. Ja. Wenn das jetzt Repulse. High Density. Was? Verdammt. Kommt schon, Jungs.
Oh nein. Das kann doch nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was? Was probiert sie hier jetzt? Als ne. Nein! Als ob. Als ob dieses Passwort so einfach ist. Ich glaub's nicht. Alles kopieren. Muss alles festgehalten. Ups. Wenigstens kein Bluescreen. Aber steht vielleicht dieses Lila für Premiere? Könnte das sein? Ist das ein Schild von Widow? Da habe ich wohl jemanden aufgescheucht. Ups. Es nimmt sie einfach so hin. Ja, moin. Aber gut. Leute, willkommen zurück hier bei Marvel's Avengers. Jetzt auch endlich mal hier die Begrüßung. Lol, und mir kommt so vor, als wäre Kamala im Gegensatz zur Beta schneller geworden. Also, habe ich so ein bisschen das Gefühl jedenfalls. Oder jetzt haben, einfach weil wir ein bisschen mehr Freiraum und so haben. Kann auch sein. Sieht teilweise hier sehr stark nach, als gäbe es hier irgendwie mehrere Wege. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Da war gerade ein Punkt! Warum war da ein Punkt? Jetzt ist hier der Punkt. Okay, alles gut. Oh, jetzt nicht mehr alles gut. Oh. Als ob es hier schon Secrets gibt. Ihr wollt mich doch ver... Also, nee. Nein. Ey. Darf ich das... hallo? Okay, so. Ah, wir müssen es hier... hinziehen. Ah, es ist, glaube ich, gar kein Secret. Ich glaube, das ist wirklich sogar Sinn... der Sache hier, das ist notwendig. Aber es muss genau... Ach komm. Also es ist gerade noch ein bisschen... schwierig. So, jetzt. Man muss immer nicht aus der Sicht von Kamala das schieben, sondern aus der Sicht vom Spiel. Das verwirrt mich, weil ich bin eigentlich an was anderes gewöhnt. So. Lol. Weil das ist oft so bei dem Spiel. Kann ich jetzt schon was spoilern? Lol, was? Was meinte sie gerade mit Hauptquartier? Oh Gott, nein. Was macht die da? Zurück im alten HQ. Unordentlich, aber mein. Okay, was ist das hier jetzt genau? Sollen wir das hier nach hinten schieben? Kann das sein? Oder ziehen? Wenn man da hochkommt, ich glaube. Aber mein Bruder rastet ja sowieso bei allem aus. Mal noch ein bisschen vielleicht. Aber als ob sie das braucht, um da hochzukommen. Wer die Kräfte von Kamala jetzt nicht kennt, erstmal. Okay, interessant, warum nicht? Aber sie hat ja diese elastischen Arme meinetwegen. Kann man das so nennen? Ja. Kann ja... Mein Laptop. Ich dachte, das wäre eine Knarre. Kann ja, beispielsweise Arme, Beine, eigentlich alles vergrößern, verkleinern. Ist auch interessant, ja. Man denkt vielleicht nur dieses... Dann lass mal sehen. Vergrößern von Armen oder halt dieses Verzerren. Dieses Elastische, aber nein. Überwachung des Reaktors sein. Es ist... größtenteils tatsächlich einfach vergrößern, nicht Elastizität, wie bei den Fantastic Four, der eine Kollege da. Ich habe keinen Plan mehr von Fantastic Four. Einmal ein bisschen geguckt und mehr auch nicht. Okay, und jetzt? Das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen gespoilert bekommen, aber ist auch nicht groß. Niemals. Doch. Hat ihn eingesperrt.
Das habe ich nämlich auch so ein bisschen bei Domi gestern mitbekommen. Er hat Cap getötet. Oh Gott, er hat Cap getötet. Was? Tiny Dancer? Tiny Dancer. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Wo macht der Name Sinn? Der Codename. Heroes Park? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Falle. Gegen Olli. Wenn es keine ist. Nee, aber ist es irgendwie, also könnte man das erkennen? By the way, warum ist die Chimera, der Helicarrier, der da abgestürzt und explodiert ist und so, wo ja eigentlich Cap drin sein müsste dann doch, oder? Die Leiche jedenfalls, oder was weiß ich. Wie kann das Teil in Utah sein? Das ist ja ziemlich im Landesinneren, oder? Und San Francisco ist an der Küste. Erklärt mir bitte mal, wie ein abgestürzter Helicarrier, und vor allem auch warum, da gelandet ist irgendwie so. Lol? Okay, hier geht's lang. Ich habe irgendwie keine Untertitel mehr. Also jedenfalls nicht mehr alle. Das ist im Hintergrund, aber okay, das war auch bei der Beta schon so. So, okay. So Hintergrundgeräusche. Finde ich ein bisschen blöd, das hört man nicht so ganz. Beziehungsweise man hört es halt nur und kriegt nicht die Untertitel angezeigt. Wer ist da im Krankenhaus? Wird da nochmal die Story der Avengers wiederholt? Ich höre es halt gerade nicht richtig. Ist zu leise. Achso, lol, man soll da vorbeigehen. There is police. Achso, man kann aber einfach trotzdem vorbei. Ich dachte, ich muss warten, bis der weg ist. Das Schlimme ist ja, das konnte ich gerade so ein bisschen verstehen. Wie ja die Inhumans wirklich, wie auch zum Teil ja erst in Agents of S.H.I.E.L.D. als Gefahr eingestuft werden und das halt nicht nur von Regierung und sonst wem. Es wird auch öffentlich gemacht. Heißt auch die Öffentlichkeit. Also alle möglichen Menschen denken sich einfach, ey, scheiße, Inhumans. Eine Krankheit und. Wieso ist sie eigentlich die ganze Zeit so langsam? Wieso kann ich nicht mehr sprinten? Lol. Und das kommt davon, wenn du nicht sprintest. Warum machst du diese? Warum? Come on. Ja, jetzt schon, oder wie? Ah, man muss ja auch rennen. So gehe ich zum ersten Mal zum Park. Vorwärts, oder? Wieso komme ich da nicht hoch? Muss ich krassere Sprünge machen oder was ist hier los? Es kann auch sein, dass ich zu oft Leertaste gespammt habe. Vorwärts, oder? Nee. Es funktioniert einfach nicht. Ich komme da einfach nicht hoch. Ah, okay. Ich bin irgendwie falsch abgesprungen von dieser Stange. Weshalb auch immer. Au.
Spring doch! Ich schwöre euch, ich habe Leertaste gedrückt. Es hat nur nicht gezählt. Warum auch immer. Jetzt geht's. Na gut, vielleicht muss da wirklich noch ein Day One Patch ran, wer weiß. Vielleicht war ich auch einfach wirklich zu dumm. Hier sind. Ach lol, von allen Avengers sind hier Statuen. Oder was? Lange nicht gesehen. Als Kind haben mich meine Eltern oft hierher mitgenommen. Das ist gemein. Jeder ist ein Kritiker. Schrägstrich Vandale. Das ist gemein. Alle vermisst. Deshalb macht Abu sich solche Sorgen. Ach, weiß er, dass sie ein Inhuman ist? Sogenannte Inhuman. Wow, schon 4 Jahre her. Wer war erster Inhuman? By the way, erkennt man hier irgendwen wieder? Das finde ich jetzt ganz cool. Ich möchte mal kurz hier schauen. Im ersten Blick. Leider nicht. Kleines Easter Egg. Hätte ich aber eigentlich ganz cool gefunden. Aber dann halt nicht. Ist ja auch nicht so tragisch, ne? AIM reißt hier alles für seine neue Klinik ab. Was für eine Verschwendung. Mir ist auch alles echt runtergekommen, leider. Die Hulk-Statue ist auch kaputt. Oh, lol, okay. Durch Zufall jetzt irgendwie hingekommen. Perfekt. Wait. Sieht irgendwie Cap ähnlich. Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Wait. Nach Hause. Nee, okay, das ist auf keinen Fall. Wenn da schon ein Name steht. Hey, willst du einen Drink? Nein, nein, danke. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehme nur eine Abkürzung, das ist alles, Leute. Eine Abkürzung. Komm schon, verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, hä? Huh? So, dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst voll auf Inhumans. Kommt schon, Leute. Scheiß am Partisan. Ich habe gerade erst gedacht, sie sind Inhumans. Aber nein. Der Kerzenjunge hat eine Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Mann, was soll denn das? Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Caps Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, es reicht, Mann. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Zack. Lila Freak? Autsch. Mal verdient, verdammt. Sie ist eine von denen. Halt dich fern von ihr. Wir müssen weg. Alter. Warte, aber sie wusste ja auf jeden Fall schon, dass sie ein Inhuman ist, oder? Weil jetzt gerade wird das so random. Komm, lass uns verschwinden. Fass mich nicht an. Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen. Oh. Hey! Ich muss weg. Kritisch. Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Nur wo lang? Tschüss! Oh shit, okay, wir dürfen da nicht reinrennen. Okay, wir dürfen nicht in die reinrennen. Wir können auch nicht einfach gegen die kämpfen. Das ist problematisch.